Ich bin 1929 geboren. Von mir stammt dieses Wort, von der Gnade der späten Geburt, dass Kohls Redenschreiber aus zwei Veröffentlichungen von mir genommen haben, als Kohl 1984 seinen ersten Besuch in Israel machte. Da war das offenbar ein ganz kleidsames Zitat. Das ist ganz in Ordnung. Politikerreden sind aus vielen solchen Sachen zusammengesetzt. Ich finde nur, es gehört sich nicht, dass dann nicht wenigstens eine Quellenangabe gegeben wird. Und wenn Sie, wie ich, auch Bücher schreiben, also Schriftsteller sind, und Sie haben so ein Wort, das nun wirklich, wirklich bekannt geworden ist, wie die Gnade der späten Geburt, das ich übrigens anders interpretiert habe, als Kohl es getan hat. Wie haben Sie es interpretiert? Wirklich im lutherischen Sinne. Es ist eine Gnade gewesen, Jahrgang 1929 zu sein und nicht Jahrgang 1920, weil ich nicht für mich die Hand ins Feuer hätte legen wollen, ob ich, wenn ich an der Rampe in Auschwitz gestanden hätte, beim Selektieren den Mut gehabt hätte zu sagen, das tue ich nicht. Macht mit mir, was ihr wollt, ich beteilige mich an diesem Verbrechen nicht. Ob ich diesen Mut gehabt hätte oder nicht, lutherisch sage ich, weil es Gnade ist, die man nicht verdienen kann, sondern die hat man, die wird einem zuteil oder sie wird einem nicht zuteil. Also wirklich in einem ganz streng lutherischen Sinne ist für mich die Gnade der späten Geburt zu verstehen. Während ich glaube, ich tue Helmut Kohl nicht Unrecht, wenn ich sage, er hat in Israel sie benutzt, um eigentlich zu sagen, er ist unschuldig in jedem Falle, weil er halt so spät geboren ist. Gut, also was war die Weltsicht des jungen Günter Gauss nach dem Krieg? Erstens war es die Einsicht, wie sehr mir diese Gnade der späten Geburt, das Wort ist mir erst Jahrzehnte später eingefallen, aber das Gefühl hatte ich, nämlich ich hatte genug vom Krieg erlebt, Luftkrieg auch, die letzten Wochen, Krieg, der nach Deutschland hineinkam, so ein Volkssturm. Ich hatte genug davon mitbekommen, um ein Bewusstsein zu haben, was Krieg ist. Aber ich war nicht von ihm geprägt worden. Das habe ich für eine große Bevorzugung, für eine unverdiente Bevorzugung angesehen. Es setzte mich und meinesgleichen im Stand, wirklich gleich nach 45, ein bisschen frühreif, glaube ich, was ja nichts Angenehmes ist. Aber das war nun mal so, man kann sich das nicht aussuchen. Und ich beklage mich nicht, ich fand es schön. Ein bisschen frühreif waren wir, glaube ich, unserer Umstände uns bewusst. Ich hatte keinen Zweifel an der deutschen Schuld. Ich habe sofort geglaubt, weil ich ein paar Mal so Eindrücke gehabt hatte in den letzten Kriegsmonaten, wo ich dachte, oh Gott, was machen wir eigentlich? Ohne Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ich hatte seinerzeit die Vorstellung, bestimmte Dinge wird es nie wieder geben. Ich hatte die Vorstellung, Soldaten werden wir nie wieder haben. Ich bin unverändert der Meinung, dass es schöner wäre, wenn es so gewesen wäre, geblieben wäre. Zu den Erfahrungen des Älterwerdens gehört, dass man sich klar darüber werden muss, will man sich nun einfach damit abfinden, dass es so gewesen ist? Will man so weit Verrat an seiner eigenen Jugend betreiben, dass man sagt, das war damals ein Irrtum und jetzt ist das Richtige? Will man zu seinen Idealen stehen und dann resignieren? Das sind sehr schwierige Vorgänge, aber seinerzeit jedenfalls empfand ich das Ganze als einen großen Akt der Freisetzung.